Heute geht es ums Gärtnern, aber ganz ohne Torf. Dazu möchte ich dir unsere Erden vorstellen, die zum größten Teil schon ohne Torf zurechtkommen. Was das Besondere daran ist und auf welche vier Punkte du achten sollst, das erkläre ich dir in diesem Video. Wir bei Thom haben uns verpflichtet, bis 2025 komplett auf Torf zu verzichten. Aber warum eigentlich? Wie du sicherlich weißt, ist Torf ein wichtiger Kohlenstoffspeicher. Wird Torf abgebaut, werden große Mengen Kohlenstoff freigesetzt. Durch den Torfverzicht schützen wir nicht nur die Hochmoore, die auch Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzarten sind, sondern unterstützen den Erhalt dieser einzigartigen Lebensräume. Das ist aktiver Umwelt- und Klimaschutz. Unsere Aufgabe war und ist es noch, Torf möglichst gleichwertig zu ersetzen. Pflanzenverträglichkeit, Strukturstabilität und die Fähigkeit, Wasser zu speichern, sollten erhalten bleiben. Um Torf zu ersetzen, haben wir unsere neuen Erden aus einer Mischung von verschiedenen nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Denn die Mischung macht es, dass alle Vorteile von Torf erhalten bleiben. Das torffreie Sortiment erkennst du an dem Hinweis 100% torffrei oder an dem Pro-Planet-Label. Torfreduzierte und torffreie Erden sind anders. Dennoch bieten sie deinen Pflanzen die gleichen Voraussetzungen für ein gesundes und kräftiges Wachstum. Hier zum Beispiel unsere torffreie Tomaten- und Gemüseerde. Sie besteht zu etwa einem Drittel aus Grünschnittkompost. Grünschnittkompost ist einer der vielen Torfersatzprodukte. Er fällt in der Regel bei der Pflege von Gärten und Grünanlagen an. Da er gut Wasser speichern kann, ist er wichtig für den Wasserhaushalt. Zudem hat er reichlich Nährstoffe. Ein großer Anteil besteht aus Kokosspeed oder auch Kokosmark genannt. Der wird aus den äußeren Schichten von Kokosnüssen gewonnen. Und er kommt den Eigenschaften von Torf schon sehr nah. Des Weiteren besteht die Mischung aus Holzfasern, die für eine optimale Wasser- und Luftdurchlässigkeit sorgen. Eine weitere Komponente ist Rindenhumus. Rindenhumus entsteht aus zerkleinerter und anschließend kompostierter Nadelholzrinde, kann gut Wasser und Nährstoffe speichern. Mit Perliten und Tongranulat wird abschließend die Erde nochmal deutlich verbessert. Das ist unser Naturtalent Bio-Kräutererde. Die ist in der Zusammensetzung ganz anders. Speziell für die Kräuter haben wir einen gewissen Anteil an Perliten hinzugefügt. Perlit ist ein ganz wichtiger Bodenverbesserer. Er speichert gut Wasser und sichert die Bodenbelüftung, was vor allem mediterrane Kräuter so mögen. Wie du gesehen hast, sind alle unsere Erden anders, genau wie die Pflanzen, für die sie gemacht werden. Beim Gärtnern wirst du merken, dass torffreie Erden sich zum Teil gröber anfühlen als die klassischen Erden. Auch haben die unterschiedlichen Bestandteile unterschiedliche Aufgaben. Deswegen ist es gut, ein Gefühl für dieses Naturprodukt zu entwickeln. Generell gilt wie immer beim Gärtnern: Schaue und beobachte, wie sich deine Pflanzen an den verschiedenen Standorten, Böden und Umweltbedingungen entwickeln. Und wenn du dann von vornherein auf folgende vier Punkte achtest, wird es deinen Pflanzen so richtig gut gehen. Erstens, Spezialerden verwenden. Wie du jetzt weißt, sind die jeweiligen Erden ganz auf die Bedürfnisse der jeweiligen Pflanze abgestimmt. Zweitens, gießen. Bei torfreduzierter und torffreier Erde gilt, öfter kleine Mengen Wasser geben. Drittens, regelmäßig düngen. Torfersatz ist wesentlich aktiver beim Verrottungsprozess. Dabei werden auch Nährstoffe verbraucht. Damit genügend Nährstoffe auch für deine Pflanzen da sind, solltest du regelmäßig düngen. Viertens, torffreie Erden frisch verwenden. Wie schon beim Düngen beschrieben, ist Torfersatz mikrobiell viel aktiver. Also am besten direkt und frisch verwenden. Wir von Thom setzen uns für einen respektvollen und verantwortungsbewussten Umgang mit der Umwelt ein. Hilf uns gerne dabei und nutze auch du torffreie Erden. Thom.
Respekt, wer es selber macht.